So Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe den Dommer dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an 8Cast gegen UR Delver. Also die beiden aktuellen Top-Decks gegeneinander. Genau. Da bin ich mal gespannt. 8Cast ist traditionell ein bisschen vorne vor UR Delver. Ja, halt so viel auf dem Board und Chalice und Kappa. Und vor allem, wenn Mulligan auf, Mulligan auf 5. Der ist übel. Das tut weh. Da ist ein Chain Lightning, da ist ein Force of Will, da sind drei Länder. Die Hand macht halt nichts. Nee, echt nicht. Weil man halt auch schon gesehen hat, die Spiele mit, ich habe eine Bubble noch. Ein Spiele hast, die worked out Regent win. Ja, ja, das stimmt. Das stimmt. Auf der anderen Seite kann 8Cast natürlich einfach Kappa, Kappa, Kappa machen. Ja. Und weil ich habe es als 8Cast betituliert, das ist eigentlich ein Kappa-Cast. Aber dadurch, dass alle 8Casts mittlerweile Kappa-Casts sind, ja, heißen sie einfach 8Cast. Genau. Da ist Fetch of Duel. Ja, man muss ja keine Wastelands befürchten, deswegen. Ja, aber dann guckt man beim was ist das denn für eine. Okay, das ist eine Bubble sieht eine Bubble. Was ist das denn für eine Konstellation? Will man nicht die Bubble auf sich selber? Auf sich selber und dann überlegen, ob man fetcht. Hätte ich in der Situation, glaube ich, sogar eher gemacht. Was hat er jetzt gezogen? Hat einen Brainstorm, glaube ich, gezogen. Hier diesen komischen mit der Katze. Das kann sein. Oh, Shadowspear. Oh, guter Start nicht. Ja, das macht natürlich jetzt eine Menge, ey. Aber sonst, gut, man weiß, da ist noch eine Bubble auf der Hand. Wenn wir den echt forcen? Nee, wow. Brainstorm, da wird der Brainstorm geforced. Alter. So, das ist halt so, der ist halt so richtig hart in die Eier jetzt gerade. Mhm. Das ist kein Spaß. Gut, aber 8Cast hat jetzt auch nur noch den Cup auf der Hand. Ja, und ein Fortcast. Oh, noch ein Brainstorm. Ah, nee, stimmt, das ist der Kappa, ist gar kein Fortcast. Noch ein Brainstorm. Vor allem Brainstorm mit Fetchland, ne? Nee, doch nicht. Weil man den ersten Runde einfach gefetcht hat. Also das fand ich ein bisschen strange. Da hätte man, glaube ich, anders setzen können. Da hätte man auch erst, bevor man den Landdrop macht, Brainstormen können. Mhm. Hätte nämlich ein Fetchland gefunden. Mhm. Und Pondorn Force. Die Hand wird langsam gut, wenn man jetzt noch einen Viech findet. Mhm. So, das heißt, man kann jetzt. Was ist die. Achso, das war Ponder, das Old Border Ponder. Ich würde Chain Lightning. Ja, also genauso oben drauf liegen und dann. Pondern. Ponder? Wahrscheinlich mischen. Ja, einfach mal zwei Karten wegschaffeln, weil man. Ja, ich würde mir den Chain Lightning auf der Hand behalten gegen Embryon und gegen Psy. Ja, da gingen sie relativ gut, aber. Hm. Aber okay, man will hier jetzt eigentlich lieber Postboard. Ja, klar, man will Postboard, dass man aber im Mainboard kann man halt jetzt auch noch coole Antworten finden. Oder halt zumindest mal eine Thread. Das ganze Spiel sähe ganz anders aus, wenn in der ersten Runde einfach irgendwie ein Delver gelegen hätte oder einen Dragonrage Chandler oder sonst was. Also noch ein Force. Okay, man hat halt auf jeden Fall Forces. Force zu pitchen. So. Engine Tomb. Zwei Schaden. Chalice of 1. Das kann wehtun. Ist die Frage, ob man das forst als Diver-Spieler. Ich glaube, ja. Muss man. Du liegst so weit hinten. Hm. Es ist wirklich nur noch der Kappa. Nächste Runde kann der Kappa backen. Forst sind Rudeltiere, habe ich gehört. Mhm. Jetzt bitter, wenn der Kappa gespielt wird. Oh. Fortcast. Monitor. Podcast, aber hier wird Kappa. Kappa, Kappa. Ja, muss man forcen. Force. Pit Force. Wow, alle vier Forces. 1, 2, 3, 4. Ja, ich habe ein Playset Force in meinem Deck. Mm. Ja. Dann. Geht auf 17. Der Kappa ist schon mal weg, das ist schon mal gut. Ja, Fetchland. Aber jetzt wird es halt ärgerlich mit Thoughtcast Monitor und Stuff. Ja. 3 Mana der Monitor. Das stimmt. Drop 2. Für 1 eine Retrofitter. Und man hat jetzt noch ein Force auf der Hand, aber ich weiß nicht, ob ich eine blaue Karte habe. Kann ich angreifen.
das halt wieder nicht. Behält man jetzt die Bubble? Ich glaube, man behält die Bubble. Ja. Würde ich auch mit dem offenen Fetchland. Dann ist jetzt die Frage, ob man, wenn der End-of-Turn-Fetch macht, ob man dann nicht hingeht und dann wirklich sich anguckt, was der Gegner zieht. Ja, macht man. Aber man auch. Zieht eine Karte in der Abgib vom Gegner, man kann eine blaue Karte ziehen fürs Force. Oder? Das ist, nein, das ist ein Seis, eine blaue Karte. Dementsprechend braucht man die eigentlich nicht, aber mal gucken. Ja, ist halt die Frage, ob der Ford-Monitor jetzt nicht schon genug ist. Ja, es ist halt nächste Runde ein 3-3er Lifelink, aber. Ja, alles, was Delver so liebt, ne? Aber hier ist auch noch nichts. Oder ein 4-4er. Er ist auch ein Top da. Nur Konstrukt. What? Pyroblast. Krass. Hat man sich den denn angesehen? Ja, hat man. Okay. Pyroblast Mainboard. Ja, ja. Es ist so die lächerlich. Guten Dinge. Ja, es ist einfach so lächerlich. Problem ist halt, du kannst den Ford-Monitor pyroblasten, ja. Aber dann liegt halt immer noch die Retrofitter da. Mm. Das heißt, du musst jetzt jede Runde eigentlich Pulver ziehen für die Retrofitter. Ja, aber sonst übernimmt die halt, wenn die eine Runde liegen kann. Ja, und dann ist halt irgendwann Feierabend. Oh, da war noch ein Kappa. Kappa. Den Pyroblastet man halt. Und da ist ein Boss. Mit Psy-Pitch. Autsch. Yes, dann kommt der Kappa ins Spiel und sieht sich selbst ins Spiel kommen, kriegt eine Marke. Und ist ein Blockbar diese Runde. Ja, krass. Und dann kann man jetzt mit der Retrofitter Foundry das Ding auch noch immer pumpen. Yes, jede Runde. Und vor allem einmal in seiner Runde und einmal in jeder Runde. Und so ein Quatsch. Das geht halt wirklich cool. Ja, da ist der Dragonair Chandler ein bisschen spät. Kappa an Bord. GG. Ja, okay, aber Malo 5 war Malo so 5 und dann hat Eldcast auch noch echt lang gebraucht, tatsächlich. Also bei Delver war meiner Meinung nach relativ kurz davor, da rauszukommen. Ja, auf jeden Fall. Ja, fliegen auf jeden Fall mal Blasts rein und Meltdown und... Mhm. Ja, Blast und Meltdown, da ist auch ein Meltdown auf der Hand. Ja, und dann schmeißt man was raus, die Bowls. Wahrscheinlich. Ist das auch ein Karkas? Habe ich das gerade richtig gesehen? Uff. Ja, okay, gegen Sai. Emri und Sai. Mulligan auf 6. Ist das ein Hullbreacher? Ja. One of Hullbreacher. Ist ja widerlich. Ah, ne, ist eine Sidekick, was ganz oben liegt. Ach stimmt, das war die komische Version. 19 auf Duel. Kein Fetchock. Kein Duel. Nicht auf Duel. Dann hat man Moons gebordet. Doch auf Duel, hat einfach nur dort eine ignoriert. Ja, das kann mal passieren. Ist halt die Frage, jetzt kommt DRC, Delver, Ponder, Brainstorm. Ja, kann ja alles passieren. Meltdown für 0. Ja, Meltdown für 0 wäre halt stark, aber es bracht halt nichts aktuell. wird wahrscheinlich aber ein Ponder sein. Ponder. Ja, da ist auch ein Murktide auf der Hand. Wäre halt natürlich schön, wenn man für den... Was ist das denn für eine Full-Art-Karte? Blitz. Oh. Das ist Blitz. Ich bin mir nicht sicher, ob das Lightning Bolt ist. Das weiß ich gerade auch nicht. Aber die Lightning Bolt hat ja, glaube ich, die Pre-Release-Promos. Du meinst hier die Player Rewards? Player Rewards, ja. Ich weiß nicht. Oder ist das ein Pyroclasm, was da auf der Hand ist? Das kann sein. Auf der Hand ein Pyroclasm? Island Ghost, sehr, sehr untypisch. Vor allen Dingen Island, das ist halt auch so. Hä? Ja, zwei Islands. Das Wasteland auf der Hand denkt sich, forever alone. Flusterstorm. Ich hab zwei Kopien. Mhm. Eine Kopie, aber zwei Flusterstorm. Mhm. Das ist halt krass, wie aggressiv man hier wirklich gegen die Cantrips geht. Ja, okay, Setup. Wenn das Setup nicht ist, dann macht der Delver-Spieler halt auch wenig, weil Top-Deck ist im Delver meistens mediocre. Ja, das stimmt. Wenn es nicht gerade komplett eskaliert. Ja, eskaliert, beziehungsweise wie da halt gemanagt wird, ne? Boah.
Das ist jetzt die Frage, was macht man jetzt? Jetzt hat man eine Engine, man macht immer noch nichts. Was macht ein 8-Cast da? Spielt 8-Cast Kontrolle? Anscheinend. Der Hullbreacher. Ja, das kann natürlich sein, dass man jetzt versucht, einen Hullbreacher durchzuknallen. Ist die Frage, womit oder wofür? Jetzt ist halt die Frage da, ob man die Engine-Tomb wegschießt. Ja. Ja. 18 Hullbreacher rein. Der ist aber fast egal, der statt Pyroclasm. Wenn das ein Pyroclasm ist. Ja, selbst wenn es ein Bolt ist. Ja. Dann ist er auch weg. Ja, das stimmt. Dann zieht man eine Karte. Da ist ein Lightning Bolt. Das ist mal richtig aggressiv. Das ist ein aggressives Force. Und oh mein Gott, Rewarding. Kein Drop. Rewarding. Beat für 3. Beat für 3. Eieieiei. Boah, ist das widerlich. Ich finde es gerade ein bisschen erheiternd von Endcast Seite aus. Natürlich für Uldelver Seite ziemlich widerlich. Ja, da passiert gerade gar nichts. Mm-mm. Ein Wasteland, jetzt kann man Wastelanden und der Gegner hat trotzdem eine Threat. Also mal, es ist wirklich ein Pyroclasm, man spielt das. 2 Schaden an jeder Kreatur und der Dings ist... Ich meine, das wäre ein Bolt. Kann sein, dass die mismatched sind. Mhm. Noch einer? Ach du Kacke. Also einer ist im Sideboard, einer ist im Mainboard. Force? Fragezeichen. Wie viele Handkarten hat der Edgar-Spieler noch? Keine. Uff, den würde ich forcen. Den forcen, den anderen weghauen, dann hat man selber noch Handkartenvorteil und der Gegner hat nichts. Selbst wenn der Fort Monitor oder. Ich glaube, die 1 blaue Karte ist ein Murktide. Ja, okay, du schmeißt halt deine Threat weg. Ja, stimmt. Und der Murky ist halt mächtiger als die beiden zusammen, meiner Meinung nach. Ja, stimmt. Man könnte halt einfach einen abknallen. Einen blitzen. Und dann irgendwann den Murktide hinschmeißen. Dafür muss man halt mal ein Land ziehen, was Farben macht. Und zwar am besten blau. So wie das aktuell läuft, da wird wirklich der Murktide weggeht. Okay. Da geht wirklich der Markt heute und da kommt ein Bolt. Ja, ist ein Lightning Bolt. Boah, da ist das Deck ein Haufen, ey. Ein Haufen unterschiedlicher Karten, das ist korrekt. Ah, jetzt will man direkt die Surgical knallen. Also wenn, macht man es im gegnerischen Draw-Step. Ja. Secret Deck Tag. Ja, beziehungsweise wenn er das nächste Mal eine Karte ziehen will. Aber ich glaube, hier gibt es keinen Grund, irgendwas zu nehmen. Du könntest proaktiv Force rausnehmen, wenn du schon eine Threat hättest auf der Hand für nächste Runde. Aber dann machst du es auch einfach im End of Turn vom Gegner. Aber es ist nur ein Meltdown und ein Surgical aktuell. Und mehr ist es halt nicht. Ja. Man könnte versuchen, die Engine Tombs rauszunehmen. Da liegen schon 2 im Friedhof. Ja, deswegen. Die Force halt eine. Deswegen. Das ist eigentlich legit, aber... Weil ansonsten Force und Pflasterstorm sind drin, ne? Ja, ein Pflasterstorm. Dann geht man jetzt Bubble benutzen. Und darf sich eine Karte angucken? Meltdown. Jo. Kann. Und jetzt könnte man. Spiel entscheiden. Ja, Trigger Draw, Draw, End of Draw Step. Und jetzt geht man End of Draw Step hin und nimmt die Bubble. Die Ursus. Yes, weil wenn die Bubble, dann die Ursaus-Bubble, das hätte dann ganz gut. Aber nee, ist ein Engine Tombs. Okay. Die Engine Tombs, okay. Da hat man okay. Mischras-Bubble. Ja, Bubble wäre auch nicht relevant gewesen. Ja. Was hat man so geboardet? Red Elemental, Blue Elemental Blasts. Ja, sonst anscheinend nicht wirklich was. Jo, damit sind alle 4 Engine Tombs raus. Das ist jetzt natürlich für den Mana-Vorteil bei Uedelver gut. Ja. Dann spielt man Bubble und sagt Go. Ja. Cool. Das ist halt eine Menge, das jetzt passiert. Und auf beiden Seiten halt vor allem. Er hat halt jetzt auch nicht... War das ein Pawn? Nein, das war Murktide. Murktide ist natürlich... Das sage ich auch gut. Warum kann Meltdown nicht beides abräumen? Artefakte und Verzauberung, weil es rot ist. Days. Oh wow, die Card Draws. Crack. Ja,
Da sieht man was, geht in seinen Zug. Erster Draw, zweiter Draw. Man will ja auf jeden Fall Land ziehen, damit man die Ursas Saga zu Ende reiten kann. Pyroblast, hier passiert ja echt gar nichts. Nee, man könnte jetzt Meltdown. Ja, dann kriegt man keine 2 Schaden, 3 Schaden. Ist Meltdown ist Instant? Nein, Sorcery. Ärgerlich. Das ist halt, ja okay, wenn man jetzt gemeltdownt hätte, wäre beim Gegner der Token auf jeden Fall gestorben. Obwohl, nee, man hätte einfach das Mana floaten können, hätte man trotzdem einen Token. T-Bone Stack, Mana floaten. Ja, je nachdem, was du ziehst, ne? Dann suchst du dir den Shadow Spear. Der Gegner hat keinen Mana. Ich würde schon eher den Mox holen. Für 2 Mana da, 2 Mana da, 3 Mana. Also das ist Mana floaten, Mox holen und Ding spielen. Hier, Gedankenanordnung. Ja. Jetzt wird auch so gemacht. Ziehst wie viele Karten? Podcast würde 2 ziehen, was schon ziemlich, ziemlich krank ist. Und, Ja, okay, du hast halt noch den. Kennt halt den Pyroblast nicht auf der Hand. Nee. Weil das dazed, also. Nee, das Paddle wird nicht gedazed. Du dazed jetzt generell nicht, weil du bist einem Land von einem Murktide entfernt. Erstmal ein Daze spielen. So bist du 2 Länder von Murktide. Wow. Krass. Ja, zahlt man das farblos, was dann war. Ja, dann ein meiner Gedanken in Anordnung. Ja, 1, 2, 3, 4, 5. Kostet 5, ne? Ja. Boah, du kriegst jetzt halt auch erstmal richtig. Vor allen Dingen, jetzt. Ah! Das tut jetzt halt weh. So, jetzt musst du nächste Runde, hast du nur Meltdown und der hat jetzt gerade Force gezogen. Und ein Pitch. Ja. Die Frage, ob man hier nicht trotzdem versucht, den Ding zu spielen. Den. Ach, sag mal schnell. Den Thoughtcast Monitor. Ah ja, okay, du ziehst mit einer hohen Wahrscheinlichkeit eine blaue Karte nach, ne? Hier sind halt 5 Mana, 6 Mana, 7 Mana. Monitor. Zieh mal nochmal 2. Und der geht halt nicht mit dem Ding drauf. Ja. Mit dem Meltdown. Ja, das kennst du, stimmt. Du kennst das Meltdown, ja, der geht da dran nicht drauf. Mhm. Boah, Doppelursachsage. Ja. Da geht man dann auch suchen. Man sucht hier wirklich die Force-Sache. Ja. Meltdown könnte das auch sein, den man nochmal sieht. Ja, stimmt. Nicht zu vergessen. Ich will die sehen. Ja. Das kennst du. Ja, das kennt man wirklich. Das nur die Vulkanik. Ja, Vulkanik und Meltdown kennt man, aber. War jetzt ein Pitch gezogen? Nein. Nein, immer noch nicht. Das ist ein Petal. Ja. Put the Petal to the Metal. Ja, jetzt steht Edcast halt wieder mit Ursas Saga und einem Fort Monitor da. Und einem Lotus Petal, um die Ursas Saga eine Runde zu bezahlen. Das halt. Es baut sich halt relativ gut schnell. Gut, Fragezeichen. Auf. Ja, ja. Ja. Und jetzt noch Bam. Oh ja, das sind ja auch noch 7 Leben auf der Clock. Oh. Ja, das ist auch nicht mehr so viel. Okay, mal Uradel war halt ein Wasteland. Da fehlt halt nur ein zweites farbiges Land. Irgendwann. Ja. Vor allem, der hat bis jetzt die ganze Zeit ein farbiges Land gesehen. Eins. Ja. Ja. So, knallst den ab. Spiel mal weiter Krüppelkeule. Richtig. Zeig mal deine beiden Handkarten. Die da. Das ist ein. Oh, den Murky sehen ist schon wichtig. Die andere kennen wir nicht, ne? Ich glaube nicht. Puh, jetzt kennst du eigentlich Ursachsager? Da ist mittlerweile auch wieder ein Thoughtcast-Monitor und ein Aiganyo. Nicht Aiganyo, ein. Otawara. Otawara, genau. Schule am Gestalt. Ja, gute Karte. Hat man jetzt endlich mal? Ja. Du weißt schon, jetzt, wo man eine blaue Karte fürs Force gefunden hat. Genau mehrere, in der Runde. Mehrere. Genau in der Runde. Nee, stimmt, ist ja genau, ist ja nur genau eine. Ja.
Oh. Man könnte trotzdem nächste Runde einfach Otawara den Typen bouncen, aber ja. Witzig? Nee. Otawara kostet 4. Ja, man zieht ja noch ein Land bestimmt. Und das Paddle of Dirt. Aber ja. Das Fetch, das ist... Ja, vor allen Dingen steht dort 8-Cast halt wieder ohne irgendeine Fred auf dem Board da. Du hast... Ja, okay, du hast Ursachsager, ja. Ursachsager macht ganz schnell um bei 6 Leben. Ja, Delph erstmal. Das ist halt so. Ja, genau, hier wurde jetzt zu früh geforst. Und jetzt darf der Delver-Spieler sich entscheiden, ja, was er delven möchte. Das war viel zu schnell gespielt vom 8-Cast-Spieler, der sich viel zu sehr gefreut hat darüber, dass er endlich eine blaue Karte für sein Force gezogen hat. Und jetzt werden natürlich nur Länder für den Murky gedazed. Bis auf 1. 3, 4. Eins lässt man genau hin, das Fetchland. 4. Ja, und dann nimmt man halt irgendwas Uninteressantes. Also generell ist da ja nichts uninteressant. Ich meine, wir haben jetzt auch schon Delver-Listen mit Snappy gesehen. Ja, aber Snappy, das Fetchland. Das Mystic Sanctuary. Genau. Ja, aber ich glaube nicht, dass unser Royal Delver-Spieler da drauf zurückgreift. Ach, nimm einfach da Days. Ja. Oder halt ein Blast. Ja, aber der Blast genommen. Aber das ist halt, wenn ich das Deck da sehe, ne, dann sehe ich einen Haufen Zeug, einen Haufen Karten und nichts davon passt zusammen. Ja, das ist doch wunderbar. Land. Ja, jetzt kommen die ganzen Länder. Jetzt ist die Frage, was war die letzte Handkarte? Scheint nichts Cooles. Nee, nicht wirklich. 3 Trigger am Stack. Ja, holt man sich. Macht man Root? Ja. Ist das 2? Hat man einen Cup auf da? Ich glaube, das ist over. 2, 3, 4, 5, 6. Das ist over. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ja. Das ist over. Shadowspear. Nur für den Fall das, aber man hat halt 2 Null-Mana-Artefakte auf der Hand. Und das sind genau 6. Das ist over. Das ist 2-0 für 1-2-3. Ja, wird's. Kann sogar noch wirken. Macht denselben Damage. 4, 5, 6. Bam. Krass. 2-0 8-Cast. Nice. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Man hat gesehen, Top-Tier-Decks in Legacy, die beiden Top-Tier-Decks. Ja, ist wie Krüppelkeule. Das ist Krüppelkeule. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.